Gut, dann haben wir den auch. Krass. Ich glaube, wir können uns teleportieren, oder? Ja, aber hier ist ja keiner. Ach ja. Hier war doch einer, oder? Nee, nein. Wo war der denn? Der war doch eben, sind wir dran vorbeigelaufen, Junge. Da ist er doch. Da, hä? Wieso habe ich den nicht gesehen? Das weiß ich nie. Mitte. Einfach in der Mitte. Genau. Ja, wir müssen da hoch, ne? Genau. Vespertopia. So. Ach, jetzt können wir auch rüber, ne? Was gibt es? Du hast das Tor geöffnet. Also mach weiter. Ich habe so viele Daten zu prüfen. Ach, das haben wir durch die Radarstation gemacht. Ach, So hängt das zusammen. Ja, dieses Gebiet ist gut. Was ist das für ein Gefühl? Stolz? Fühlt sich komisch an. Aha, da. Oh, was? Nochmal. What? Das ist ja heftig. Okay, die Dinger werden jetzt... Dieses ist frei. Deine leeren Gefäße werden jetzt zu Leitern. Mach dir keine Gedanken darüber. What? Okay. Das ist jetzt seine Mechanik hier. Ja, ja. Also alles wieder in diese Batteriemechanik, die ich bis jetzt immer noch nicht wirklich verstanden habe. Gehen wir erstmal rechts. Oh, Turm. Ah, wir müssen wahrscheinlich 4 Stück ausrichten. Ich wette 4. Stimmt. Oder 3. Ja, möglich auch 3. Heilige Zahl. Ich hätte so gedacht, aus allen 4 Richtungen und dann auf einen Punkt geleitet. Was bringt nochmal die Batterie? Oh, Trippelschlag, Alter. Heftig. Splitterzelle. Ja, ist ja schon mal gut, dass wir direkt einen Schaden bei ihm machen und dann nochmal einen reflektieren. Das ist gut, wollte gerade sagen, ist ja sofort weg. Ja, sonst können wir nix. Uns. Mächtig. Ja, gut. Nimm mal rechts. Was kommt da oben? Ja, der wird auch weggereflektiert. Wobei, der schießt ja nicht mehr. Ja, mach mal hier den Graus. Der macht wenigstens blau, macht günstiger bei manchen dann. Ja. Was ist das denn eigentlich? Das ist eine Zeit. Der nervt, oder? Ja, genau. Erhöht die Kraft. Super. Ja. Why not? Oh, wir können ja noch einen. Oh, stimmt. Mal kommen. Krass. Schwarz. Plus, minus. Ich weiß immer noch nicht, was bringt denn das mit den Energiedingern? Ja, das verstärkt alle, die angeschlossen sind, ne? Ja, ja. Aber er hat noch keine Verbindung. Da kommt jetzt eine Verbindung. Nö, erstmal. Ja, doch, stimmt. Aber wir haben auch eine Verbindung schon. Du hast recht. Aber ich habe nicht verstanden, was das jetzt dann schon gemacht hat. Ob das was gemacht hat. Naja. Oder muss man komplett schließen? Das kann auch sein. Er hat jetzt aber 2 schon. Oder hat er das sowieso? Ich habe keine Ahnung. Gut. Du kennst, man kann draufklicken auch auf die Information. Was? Auf das, genau. Angriffsleiter. Andere Kreaturen von der... Ah, okay. Was ist unser? Rechts unten? Nee, rechts unten, der Turm. So. Ach, da. Ja. Nullleiter. Eine Kreatur. Ach so. Hey. Ach so. Und unsere haben jetzt einfach nur die Möglichkeit, mit das weiterzuleiten, oder was? Verstehe ich das richtig? Es kann sein, dass der auch profitieren kann von unseren. Ich weiß es nicht. Ach. Keine Ahnung. Nee, da brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wir haben, oder? Lass mal gucken. Ja, wir sind voll. Guck mal. Ach, ich habe schon gezogen. Ach so, du hast schon gezogen. Ach so. Hab ich mitbekommen. Ich auch nicht. So, ich glaube, wir können ein bisschen was zerprügeln vielleicht. Warum leuchten die? Ja, stimmt. Warum leuchten die denn? Haben wir irgendwas gemacht? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weg damit. Jo. Ja, damit. Aha. Warum leuchtet der jetzt links auf? Ich hab keine Ahnung. Gerade wieder, man denkt, man hat wieder alles verstanden und dann ist man wieder auf dem Stand 0. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Greif mal an. Oha. Oh, merkst du was?
Maximus. Oh, oh nee, das ist Maximus. Das ist Maximus. Ja, hau den Smaragdgefäß weg. Nee, Smaragdgefäß. Was? Was? Hä? Okay. Was war das? Ein Bug? Oder hatte der irgendwie ein Verteidigungsding da drauf? Der vom Hammer schützt? Wie kann das denn sein? Der ist weg. Zack. Da, gib uns hier den Bonus. Alter, schon wieder auf 20 hoch. Ja, guck nicht so grimmig. Wir sind einfach mächtig. Was haben wir denn da? Du bist mächtig, wir sind mächtig. Irgendeine Karte. Ah, ziehe Zelle. Was ist das da links? Stromstärkung. Das hat jetzt alles Stromkreisgedöns. Ah, aber guck mal, es ist was mit Edelstein zu tun hat. Leeren Feldern in einem von eine Karte mit diesem geschlossenen Stromkreis entstehen Edelsteingefäße. Der Besitzer sein Zug beendet. Habe ich nicht verstanden. Was war? Ich auch nicht. Nehmen wir den? Ja. Ich weiß, ich will eigentlich von den Edelsteinen gerade nicht weg. Noch nicht. Ah, die sind nicht schlecht, ne? Die sind ziemlich cool. Ja. Die sind ziemlich cool. Wir gehen erstmal den Außenweg, würde ich sagen, oder? Bevor wir ins Innere gehen. Wir gehen erstmal einmal, weil es sieht aus, als könnte man einmal drumherum. Ja. Doggos. Ja, den. Der ist gut. Ach so. Was kriegt er denn dafür? Irgendwas, was useless ist? Was? Useless ist? Useless ist. Ulysses. Ulysses, ja genau. Ja, diesen Bombenanhefter oder den... Ja, finde ich ja, auch nicht so geil. Bombenanhefter oder Sprengbot? Ja, mega. Sprengbot. Beim anderen haben wir wenigstens selbst noch mehr Kontrolle. Ja. Aha. Okay. Da könnten wir uns was tauschen. Tauschen, kaufen. Macht er. Okay. Nee. Ach nee, da wird was zerschreddert. Ja, ist auch nicht schlecht, weil wir haben so viel Karten. Was ist nicht so geil? Haben wir gerade hier, der Skelettanhefter ist eigentlich nicht so geil. Und der Bombenbot. Also ja. Den und den haben wir noch nie genutzt, die Fähigkeiten. Ja, nicht so also, richtig, ne? Weg. Ja, gib mir 4. Haben wir jetzt 2 verwurstet, damit wir weniger Karten im Deck haben. Ist auch nicht verkehrt. Haben wir schon 2 verwurstet? Ne, wir haben 1 verwurstet. $2. Ach so, $2. Ja, okay. Wer ist das? Hey, Kollege. Jetzt sieh mich an. Bin ich hier so eine Art Promi geworden? Meine Belohnung dafür, dass ich dieses Ding aufgestöbert habe. Ich darf sowas wie ein Dialog-NSC sein. Da weiß ich noch, das war der unten in seiner Kammer. Schon irgendwie seltsam. P03 lässt mich reden, ja. Aber ein Boss darf ich nicht sein. Keiner von diesen Überbots. Selbst Leschi hat seinen Kollegen das ermöglicht. Ja, schon komisch, ne? Ja, ist doch irgendwie nicht ganz richtig. Hab bei der Sache vielleicht den Kürzeren gezogen. Das genügt. Okay. Ja, na gut. Ich dachte, wir können ihn anstacheln, aufzuwiegeln. Los. Komm zu uns. Ja, da kommt noch ein Kampf, okay. Ja, und dann kommt der letzte, nach dem Kampf kommt nämlich der letzte, hier. Obella, wollte ich gerade sagen. Satellite. Like Schüssel. A satellite. So. Der wird weggeschossen. Der Leiter. Yes, Leiter, ja. Dann können wir gleich die Steinzelle dazwischen packen vielleicht. Bin ich mal gespannt, was dann... Also, gleich. Ja. Bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ja. Bang. Pang. Penguin. Nehmen wir nochmal so einen. Ja, okay. Dann können wir hier nämlich einen fetten Leiter bauen. Okay. Können die jetzt irgendwas? Nö. Also, ist jetzt irgendwie geil? Edelsteinleiter? Nee, bringt da nichts. Ich habe keine Ahnung, was der Edelsteinleiter bringt. Okay. Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert. Ich auch nicht. Ja, stell den mal ganz nach rechts. Keine Ahnung. Was bringt denn jetzt der Edelsteinleiter? Geh doch mal auf den Edelsteinleiter. Was bringt das Ding? Auf leeren Feldern. In einem... Von einem. Ach
so. Das heißt, da würde ein Edelsteingefäß entstehen. Oder was? Wenn wir den zerstören. Oder nee. Was? Ja, wenn der jetzt nicht da wäre. Ja, wenn da ein leeres Feld wäre. Hau, mach kaputt. Aber, ja, okay, der überlebt. Der kann eh nix. Bin gespannt. Mal gucken. Ja, okay. Ah. Okay, ha. Ja gut. Hat nicht lang gehalten, aber... ist doch irgendwie nutzlos. Ja, ja. Der kommt als nächstes weg. Oh, scheiße. Ja gut, okay. Ja gut, ich meine, der macht schon ein bisschen Defense, ne? Ja. Wenn man den da so alleine hinsetzt. Ist nicht verkehrt. Ist jetzt nicht komplett kacke. Schildbord oder den Scharfschützen? Kommt beides spielen. Stimmt. Mach erstmal Schildbord sonst, oder? Zack. Der plättet den gegenüber. Ja, hau das Saphir-Ding raus. Da kommt der Superschütze hin. Ja, und der muss auch gleich den da drüber dann auch plätten. Ja. Gut. Sprangbot. Ach ja, das war der turnt. Gut, der ist gleich weg. Der plättet, glaube ich, sogar durch. Der nimmt den da hinten auch mit. Mach mal den hier weg. Ja. Dafür lieber ein Exoskelett. Ich kann doch den wegmachen und dann noch hoch. Ja, komm. Spielen. Ja, warum nicht? Brauchen wir eh gerade nicht. Vielleicht wenn ich zu schnell rauszoome. Das kann sein. Ein Schlag abbricht. Zack. Was? Wir haben noch nicht gewonnen. Oh. Irgendwie dachte ich, wir hätten schon mal. Uroboros. Schade. Nee. Naja. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Ja, 3 Münzen noch dazu. Das reicht. Dann hast du deine Ruhe. Was ist das? Das können wir fixen. Wahrscheinlich hältst du das, was ich tue, für einfach. Mit den Zahlen herumspielen, die Grafik anpassen. Und voilà, Botopia ist fertig. Was? Wie heißt es? Botopia. Nein, du irrst dich. Du versuchst eine Karte zu erstellen, nur zu. Oh. Aber wähle zuerst eine zum Wiederverwerten. What? Ja, wir wissen... Ja, hat die wiederverwertbare Karte was damit zu tun? Das ist jetzt die Frage. Oh, das ist schwer. Scheiße. Uroboros. Nein! Ja, ist jetzt die Frage, ob das wirklich auch darauf aufbaut oder ob es einfach nur so eine Art Opfer ist? Ja, das ist wirklich die Frage. Weil sonst hätte ich gleich gesagt, schmeiß den Edelsteintypen rein. Wenn es nur ein Opfer sein muss. Aber er sagt wieder verwerten, oder? Ja. Also ich glaube dann schon, dass er darauf aufbaut. Könnte sein. Sonst nehmen wir den Tauschbot. Den Tauschbot? Oben in der Mitte? Ach, der. Oder? Vielleicht? Warte, ich packe ihn mal rein. Vielleicht können wir noch... 2 WP. 2 WP? Vielleicht ist das irgendwie ein Wert. Kannst du mal zurück? Mach mal den anderen rein. Nein. Nein, 3 WP. Nimm mal den Edelsteinsplitter da. 1 WP? Ja. Ja, gut. Wahrscheinlich doch so... Wahrscheinlich schon eine Value irgendwie. Ja, aber den Tauschbord wenn dann, oder? Schon ein mit 2, ne? Was sagt er denn zum Zauberer? 2. Auch 2. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Sachen auf den drauf sind. Mm-hmm. Was sagt er denn zum Geschenk? Ja, so, kannst du mal gucken. 4. 4 WP. Yes, wow. Okay. Ja, aber weiß ich nicht. Also die Dicken wollen wir eh nicht weggeben. Nee, 1 WP ist zu wenig. Mach den Tauschbot. Oder 2 Jahre. Oder willst du doch den einsamen Zauberer weghauen? Naja, das ist ja auch nur 2, also. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, gut, aber ich meine ja nur, weil. Probieren wir es aus. Komm. Ja, mach mal. Wer weiß, wir wissen es ja eh nicht. Na schön, du Genie. Leg los. Gib WP für Werte und Siegel aus. Für höhere Energiekosten bekommst du mehr WP. Aha. So. Also wir können sie teurer machen. Und dafür aber dann... Ah, okay, das ist witzig.
Ja. Mal gucken. Ah, okay, das kostet dann immer... Oh. Toughness ist natürlich günstiger. Ah. Gehen wir weiter, was haben wir noch so? Fähigkeiten, ja? Oh, die kosten 1 WP, die Fähigkeiten. Krass. Aber geh mal, drück mal durch. Was können wir da so alles machen? Stinken. Ja, stinken brauchen wir nicht. Stinken ist kacke. Ja, wobei, war beim Mond ganz schön. Ist nicht verkehrt. Nee, stimmt schon. Destocho. Energie. Energie ist immer geil. Bombe. Wiederkehrende Bombe gerade. Stimmt. Aber die macht bei uns auch kaputt. Oh, wiederkehrende Energie. Ist das Geschenk. Ja, warte mal. Aber vielleicht können wir uns was richtig Geiles machen. Wiederkehr. Energie. Super schwach. Kostet nichts. 1. Können wir also immer würde für gehen, richtig? 1 spielen. Zack, zack. Und wir kriegen, wenn wir den spielen, kriegen wir Energie. Das heißt, man könnte sich direkt auf 6 aufs Maximum hochpushen. Oh, ich fände das ganz cool. Du bist ein Trickser, Marco. Ja, ist schon ein bisschen tricky. Das ist aber schon echt nicht schlecht. Oder wir holen uns irgendwas anderes Cooles an Fähigkeiten. Ich meine, wir können alles machen. Wir können alle Fähigkeiten schon mal reinballern, die wir wollen. Doppelschlag. Man könnte auch einen Doppelschlag-Töter nehmen. Doppelschlag-Gift? Ja, geht auch. Aber ich finde deine wiederkehrende Energie finde ich eigentlich ganz krass. Ist eine coole Sache. Eigentlich schon, oder? Ist eine coole Sache. Finde ich auch ganz cool. Jetzt können wir noch ein schönes Bildchen machen. Was zu wiederkehrender Energie passt. Mhm. Der ist geil, super. Ja, die beiden Däumchen, komm. Auf jeden Fall. Super. Okay. Was ist das denn? Irgendwas, was Smink. Sminkert. Zwinker? Ja, der. Auf jeden Fall gute Laune hier. Das ist schon nicht schlecht, ja. Noch mehr Hände. Nee, die Frisur, die komische Frisur. Ja. Die Frisur. Ja, mega. Du willst Energie? Kriegst du. Okay. Was? Riesenfettes 2000. Der okay, Name, jetzt, ja. Name, ja. Vince. Voll. Voll ist schon mal gut. Guck mal erstmal weiter. Voll kluges. Voll super 2000. Voll Schrott. Voll Baller. Voll krasses. Voll lol. Voll echt. Voll blech. Voll süßes. Voll fettes. Okay. Kind. Voll fettes Kind, ja. Finde ich super. Voll fettes Kind. Wesen. Voll fettes Gerät. Ach, voll fettes Gerät finde ich gut. Voll fettes du. Ich finde voll fettes Gerät finde ich gut. Heiliges fettes Gerät. Kein fettes? Echt fettes du. So ein fettes du. Robo-fettes. Doktor. Frau fettes, Herr fettes, Riesenfettes. Ich finde voll finde ich gut. Ich finde voll fettes Kind. Oh Mann. Ah, geil. Komm. Tu es. Also du willst voll fettes Kind haben, oder nee, was? Nee, oder entweder voll fettes Viech, Teil. Voll fettes Teil. Fragezeichen, Ausrufezeichen. 2000. Kind. Voll fettes Wesen. Voll fettes Gerät finde ich aber auch geil. Voll fettes Gerät. Ja, das ist der Gerät. Also stabil wäre auch noch super hier. Voll stabiles Gerät geht's aber nicht, oder? Ja. Süß. Voll Blechgerät. Vince Blech. Riesenblechgerät. Der Blechgerät. Dr. Blechgerät. Dr. Blechgerät finde ich auch cool. So ein Blechgerät. So ein Blech. Wir können auch Dr. Blechgerät machen. Finde ich auch nicht schlecht. Einiges Blechgerät. Also ich habe 2 Favoriten. Ah. Entweder Dr. Blechgerät oder voll fettes Ding. Ich finde Dr. Blechgerät auch geil. Ja? Dann ja. Komm, dann nehmen wir Blechgerät. Ja, nee. Nee, komm. Ist okay. Nee, ist okay. Okay. Hau raus. Haben wir. Dr. Blechgerät. Haben wir alles. Wir haben ein Mana. Dr. Blechgerät. Er kommt immer wieder, wir kriegen immer wieder Energie. Mhm. Eine Verteidigung, mehr brauchen wir nicht. Er guckt geil. Wie gut? Alles klar, super. Dr. Blechgerät.
Außerordentlich kreativ. Ich sollte in der Lage sein, die Komponenten vom Band laufen zu lassen. Los geht's. Das finde ich ja super. Hammer. Okay, das ist echt gut. Damien, Dr. Blechgerät. Sollte in Ordnung gehen, denke ich. Übelst. Komm, hier links, den letzten. Ah, oh, super. Das ist ja Hammer. Oh, wir nice. Müssen jetzt rechts. Nur noch in alle Mitte. Anderen unnützen Karten zerschreddern. Brauchen wir nur noch Ouroboros. Und Dr. Blechgerät. Und Dr. Blechgerät. In der Mitte. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist wieder zurück. Achso. Aha. Nice. Nice. Achso, da kommen wir sowieso hin. Wäre eh egal. Okay, von allen Seiten wären wir wahrscheinlich da hingekommen, ja. Hm. Okay, das heißt, wir kommen jetzt sogar schon zu ihm. Oder was? Bereit zum Tauschen? Ja. Ist jetzt wahrscheinlich der finale Path, so ungefähr. Path. Das ist ein Verstärker. Der macht Sachen, die in der Reihe sind, stärker. Ja, geil. Der macht Angriff höher. Ja, richtig geiler Leiter. Können wir nehmen? Nee, egal. Ja, nehmen den Leiter. Komm, ist eigentlich auch egal. Geben wir ihm Schmuh. Wir geben ihm das Blechgerät. Nein. Ja, hier, da. Dann Edelstein. Scheiße. Ja. Komm, okay. Brauch. Der müllt uns nur das Board voll. War ein Fehlkauf, ja. Hm. Nice. Deine Gegenstände sind aufgefrischt. Und die Bots da drüben dauerhaft abgeschaltet. Ja, ist egal. Oh, oh. Siehst du irgendwas Vertrautes? Nein. Hm, an der Kurbel drin. Aha. 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 Was hast du unlocked? Ich will mal aufstehen. Das Tor. Ah, oh. Hallo. Oh, was ist Ach, denn das? Das ist der Händler. Hallo. Hallo, Händler. Oh, Felle. Es wirkt so lange her. Das weiches... Was? Das weiches Fell uns streifte. Hast du uns welches mitgebracht? Weiß gar nicht mehr. Hat er denn russisches? Schönes... Erlesenes Holofell. Wir versorgen dich jetzt mit Wissen unserer letzten verbleibenden Ware. Wir wissen nicht alles. Doch gewiss Geheimnisse haben wir aus den alten Daten gewonnen. Wir haben nur ein einziges Fell? Hm. Oha. Wo hätte man denn noch mehr herkriegen können? Gute Frage. Können wir uns das angucken oder nehmen wir es dann sofort? Ich weiß es nicht. Ist jetzt auf gut Glück? Scheinbar schon. Oh Gott. Wonach sieht denn das aus? Keine Ahnung. Das links ist, wir hören in die Daten. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Nimm die Pyramide. Einmal die 8. Ja. Nee, was ist das? Nee, 16. Ja. Ja. Der Turm. Wir verstehen die Art der Erschaffung von Inscription nicht völlig. Wir wissen von einem Gebäude und von einem gleichschenkligen Dreieck. Und vom Besuch eines blauen Mannes während der Erschaffung. Ein blauer Magier. Oh. Ich kenne den gelben Mann, den Mann in Gelb. Okay, das war alles? Das war's. Hast du uns Holofälle mitgebracht? Ah, wir haben doch mehr. Oh. Hervorragend. Ach, wir erfahren jetzt was über die Story. Mm.